So, willkommen zurück zu Gothic 2 und ich glaube, ich habe den Punkt gefunden, woran es lag. Ich glaube nicht, dass wir alle Orks noch umlegen müssen, sondern ich habe jetzt die Karte nochmal angeguckt und jetzt hat er so ein Selbstgespräch geführt, gehabt, ey, hier, ich habe die Karte gesehen und ich brauche ein Schiff. Vielleicht bringt das jetzt, ist das der nächste Schritt quasi. Mist. Damit. Muss ich das mit Pyrokabel sprechen erst? Aber Lord Hagen ist doch eigentlich der Chef. Zum Kloster. So eine Scheiße. Hey, ich habe gehört, du warst ziemlich lange im Keller des Klosters. Was hast du herausgefunden? Ich weiß jetzt, wo sich der Feind versteckt hält. Es ist eine kleine Insel, nicht weit von hier. Das ist unsere große Chance. Wir müssen sofort aufbrechen und das Böse endgültig vernichten. Hast du schon mit Diego darüber gesprochen? Ich denke, er wird dich begleiten wollen. Was ist mit Gorn? Rede mal mit ihm. Ich habe gehört, dass er wieder aus dem Minental zurückgekehrt ist. Und vergiss Lester nicht. Wenn du ihn nicht aus seinem Tal herausholst, wird er dann noch vergammeln. Meine Rolle dabei kenne ich auch schon. Ich kann dein Mana steigern und dem Runenbau behilflich sein, wenn wir gegen den Feind antreten. Alles klar. Wann geht's los? Wir kommen an Bord. Wir treffen uns am besten am Hafen. Warte dort auf mich. Gut. Wenn du soweit bist, werde ich dort sein. Okay. Nice. Perfekt. Wir werden trotzdem mal kurz mit Pyroka sprechen. So, weil ich natürlich eigentlich ganz gerne noch meine neue Paladin-Rüstung haben möchte und so weiter. Kann ich mit Pyroka nochmal sprechen? Ich weiß, wo die Hallen von Edora zu finden sind. Der Tempel befindet sich auf einer Insel. Ich habe eine Seekarte gefunden, die mir den Weg zeigt. Das ist großartig. Dann wirst du ein Schiff und eine Crew brauchen, um dem Feind die Stirn zu bieten. Aber bedenke, dass du dafür gut gerüstet sein musst, wenn der Sieg über den Meister von Irdorath gelingen soll. Wo kann ich eine Crew finden? Eine Mannschaft sollte aus Männern deines Vertrauens bestehen. Ja, Rede wissen mit wir. Deinen Freunden Gorn Lee. Und beachte dabei, dass sie dir von Nutzen sind, wenn du auf der Insel bist. Du wirst auch einen Magier brauchen. Nur leider kann ich hier im Kloster keinen Mann entbehren. Du wirst einen Magier fragen müssen, der seinen Dienst nicht hier im Kloster verrichtet. Vatras. Jorgen ist ein erfahrener Seemann. Er könnte mir helfen, zur Insel von Irdorath zu kommen. So einfach wird das nicht gehen, fürchte ich. Er hat sich verpflichtet, für die Bruderschaft zu arbeiten. Na. Er hat weder den Tribut entrichtet, noch ein Schaf ins Kloster gebracht. Jorgen muss erst seine Arbeiten verrichten. Dann könntest du ihn mitnehmen. Wie lange wird das dauern? Er hat die Vorräte aufgebraucht, die einer der Novizen in 3 ganzen Wochen verbraucht hätte. Na. Und das gleich am ersten Tag. Also... Vor 3 Monaten harter Arbeit in unseren Gärten werde ich ihn nicht entlassen. Wir haben eine Alternative zu Jorgen, meine ich. Ansonsten müssen wir nochmal zurückkommen. Aber. Erstmal zu Xardas Türmchen. Lester, mein guter Mann. Ich brauch dich. Es geht los. Ich habe herausgefunden, wo sich der Feind versteckt. Frag mich nicht wieso, aber ich spüre, dass ich dich begleiten sollte. Wie meinst du das? Ich kann es nicht erklären, aber ich weiß, dass ich die Antwort nur erfahre, wenn ich dich begleite. Dann komm mit und hol dir deine Antworten. Wir treffen uns am Hafen. Wenn ich soweit bin, werde ich dorthin kommen. Beeil dich, unsere Zeit ist knapp. Jo, alles klar. Pass, Hafenstadt, Xardas Turm, nee. Xardas Turm kann man wieder raus. Großbauer kommt rein auf die 9. Ab zum Großbauern, da muss ich mal die Jungs einsammeln. Lee und Gorn auf jeden Fall. Lars, wenn er da ist, glaube ich auch. Da muss ich Vatras fragen. Milet ist dabei. Gorn, Lee. So. Nee, klar, erstmal mit Gorn.
Hallo, Gorn. Houdini. Ich könnte dich und deine Axt gebrauchen. Na, das wundert mich nicht. Das kann ich für dich tun. Würdest du mit mir zu einer Insel segeln und dem Feind in den Arsch treten? Klar. Sofort. Sag mir nur, was ich tun muss. Easy. Komm zu mir an Bord. Warte am Hafen auf mich. Ein Schiff? Ha. Eins muss man dir lassen. Mit dir wird es nie langweilig. Komm schnell nach. So. Hast du eine Ahnung, wie ich an das Schiff der Paladine komme? Meinst du, dann wäre ich noch hier? Das Ding ist besser bewacht als früher die Erztransporte des alten Lagers. Es muss doch eine Möglichkeit geben, auf das Schiff zu kommen. Klar, draufkommen ist einfach. Aber das ist doch nicht alles. Um das Schiff zu lenken, brauchst du einen Kapitän, eine Mannschaft und so weiter. Da hängt ein riesiger Rattenschwanz dran. Wen soll ich als Mannschaft anheuern? Das musst du selbst entscheiden. Aber ich würde nur Leute mitnehmen, denen ich vertraue. Hast du genug Leute, denen du vertraust? Wenn du einen Schmied in deiner Mannschaft brauchst, solltest du Bennett fragen. Er ist sicherlich der Beste, den du je finden wirst. Stimmt eigentlich, ne? Kennst du jemanden, der ein Schiff lenken kann? Soviel ich weiß, ist Torloff früher zur See gefahren. Er kennt sich aus. Okay. Würdest du mit aufs Schiff kommen? Machst du Witze? Natürlich wäre ich dabei. Ich habe auf dem Festland noch ein paar alte Rechnungen zu begleichen. Außerdem könnte ich dich im Kampf mit der Ein- und der Zweihandwaffe unterweisen. Ich könnte also von großem Nutzen für dich sein. Ja, auf jeden Fall. Dann pack deine Sachen, Kollege. Dann pack deine Sachen. Was denn? Jetzt sofort? Ja. Ich habe vor, hier zu verschwinden. Und wenn du mitkommen willst, komm zum Hafen. Wir treffen uns am Schiff. Ich habe schon so lange auf diesen Moment gewartet. Oh, Leute, es geht los. Ich werde dort sein. Es geht los. So, Torloff haben wir noch, aber wir werden erst noch hier entspringen. Laris. Hey. Irgendwer muss die Arbeit. Hast du Lust, diese Insel zu verlassen? Nichts lieber als das. Was hast du vor? Ich habe herausgefunden, wo der Anführer der Drachen sich aufhält. Er ist auf einer Insel, nicht weit von hier. Ich habe vor, ihm endgültig den Garaus zu machen. Klingt nach einem Heidenspaß. Wenn du mich brauchen kannst, bin ich dabei. Oh ja. Oh ja, komm her. Hast du auf deiner Reise noch einen Lehrer für Geschicklichkeit oder Kampf mit der Einhandwaffe? Das ist ja interessant. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Wir treffen uns alle am Schiff. Ein Mann der Taten. So habe ich's gern. Wir sehen uns. So. Jetzt ist die Frage, wo finde ich Jack? Ist Jack noch in der Stadt oder ist er schon wieder oben am Leuchtturm? Jacks Sessel ist auf jeden Fall verwaist. Das heißt, Jack wird wahrscheinlich oben am Leuchtturm sein. Falls er nicht doch noch in der Kneipe ist. Ich habe gehört, du suchst Leute für dein Schiff. Und? Ich bin dabei. Warum sollte ich dich mitnehmen? Ganz einfach, weil du mich brauchst. Ich war Leutnant bei der Königlichen Kriegsmarine. Ich habe als Seesoldat auf der König Roba und auf der Myrtana Stolz gedient. In der Schlacht um das östliche Archipel habe ich eigenhändig 2 Dutzend Orks zurück in Belias Reich geschickt. Leider waren wir zu wenige. Nachdem unser Flaggschiff versenkt worden ist, mussten wir uns zurückziehen. Was verlangst du? Was verlangst du? Was kann ich denn verlangen? Ich bin froh, wenn ich von hier wegkomme. Hand gegen Koje. Ich helfe dir und dafür nimmst du mich mit. Die Reise kann gefährlich werden. Ich bin Gefahr gewohnt. Wenn du da draußen bist, ist jeder Tag gefährlich. Der nächste Sturm kann dein Tod sein. Und die Ungeheuer aus den Tiefen können dein ganzes Schiff am Stück verschlingen. Die orkischen Galeeren muss ich wohl nicht extra erwähnen, oder? Glaub mir, es gibt nichts, wovor ich Angst habe. Ein Seemann, der Angst hat, ist schon tot. Okay. Mario. Alles klar. Mario. Wir haben Mario, wir haben Torlaf. Wir haben Jordan, den wir mitnehmen könnten.
der zur Mannschaft gehört. Bennett muss ich noch fragen. Jo. Harald will wahrscheinlich hier bleiben und die Stadt verteidigen. Den werden wir gar nicht fragen. Wir laufen jetzt als nächstes zu Vatras und sagen ihm Bescheid und fragen wir ihm nach. Na. Ich kenne den Standort unseres Feindes. Dann lass uns keine Zeit verlieren und ihn aufsuchen, bevor er zu uns kommt. Du willst mich begleiten? Ich habe lange darüber nachgedacht und bin mir meiner Sache noch nie so sicher gewesen, mein Freund. Nice, sehr gut. Es ist mir eine Ehre, dich an meiner Seite zu wissen. Wir werden uns im Hafen treffen. Lass dir nicht zu viel Zeit, der Feind schläft nicht, mein Freund. Jo, hör jo. Zu, Leute. Ich werde woanders gebraucht. Ich weiß nicht, ob ich zurückkommen werde. Wenn ihr wissen wollt, wie es ausgeht, lest die Geschichte in den alten Schriften nach. Möge Adanos mit euch sein. Cooler Abgang, Meister. Jack. Genau. Wir laufen zu Jack. Sprechen mit ihm. Wir müssen unsere Waffe noch segnen. Das wäre wichtig. Das müssen wir im Kloster machen. Wir sprechen erst mit Jack, porten uns dann zum Kloster. Wir müssen nämlich dann vielleicht noch Jordan oder Jorgan, wie der heißt, da zurückholen. Ist das Till? Wie ist er da hingekommen? Und da liegt die. Seine, oh. Oh. Hoppala. Haben wir nicht gesehen, ne? Also, dass Tilda liegt mit seiner, mit Rosia oder Rosa, wie die heißt, die vom Schattenläufer gefressen wurde. So. Jack, ich brauch dich. Ich weiß halt leider nicht ganz genau, wie viele Leute ich mitnehmen muss und wie viele ich mitnehmen kann. So. Soll ich so viele mitnehmen, wie ich kann, oder? Da. Jack. Hättest du nicht Lust, wieder zur See zu fahren? Ich würde meinen rechten Arm hergeben, um nochmal auf einen großen Schoner anheuern zu Geil. Können. Geil. Super. Aber für so einen alten Knäbel wie mich ist das nicht mehr so einfach, mein Junge. Außerdem, wer wird sich um den Leuchtturm kümmern? Ich brauche deine Erfahrung als Seemann. Potzblitz, was hast du vor, mein Jung? Du willst doch nicht etwa die Kriegsgaleere des Königs entern, oder? Wer weiß. Das wäre ja was. Na schön, aber mein Leuchtturm werde ich nicht so einfach aufgeben. Was machen wir denn da? Okay. Was wäre, wenn ich dir jemanden bringe, der in der Zwischenzeit auf deinen Turm achtet? Gar keine so schlechte Idee. Ich wüsste da auch schon jemanden. Harald, der Schmied, hat einen Lehrling, der heißt Brian. Ich habe mich schon oft mit ihm unterhalten. Ich würde ihm gerne meinen Turm anvertrauen. Ich glaube, er wäre genau der Richtige dafür. Sprich mal mit ihm. Vielleicht haben wir Glück und der Junge wird uns helfen. Alles klar. Top Sache. Dann, in die Hafenstadt. Ich laufe mir hier kein Wolf. Und, gut, der Soundpack ist weg. Jetzt haben wir, ich glaube, diese Folge und die kommende Folge werden Lauffolgen wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus. Neu in der Stadt, was? Ich heiße Brian. Ich bin der Lehrling von Meister Harald. Doch vorher gepasst. Ja. Kann ich bei dir Waffen kaufen? Das nicht gerade. Ich bin nur Gehilfe. Die Waffen, die in dieser Schmiede hergestellt werden, werden von der Miliz abgeholt und in die Türme gebracht. Dort werden sie gelagert. Aber wenn es mit den Schmieden selbst zu tun hat, kann ich dir vielleicht weiterhelfen. Okay, cool. Ich hörte, du hättest Interesse an Jacks altem Leuchtturm. Jack möchte vielleicht wieder zur See fahren. Aber sein Leuchtturm wäre in der Zeit unbeaufsichtigt. Jack sollte aber klar sein, dass ich aus seinem Leuchtturm eine Schmiede machen werde, wenn er nicht da ist. Ist das ein Problem? Nicht für mich. Haralds Schmiede kriege ich sowieso nicht. Das habe ich mir schon aus dem Kopf geschlagen. Abgemacht. Wir sehen uns bei Jack. Nice. Klasse Sache. Jetzt
sprechen wir mal eben kurz noch mit unserem Bossbar hier. Bossbar der Bogener. Da bist du ja wieder. Ja. Ich habe hier ein paar Felle für dich. Wolfsfell, das ist gut. Fell von Wargen. Zähe Biester sind das. Ah, sogar das Fell eines Schattenläufers. Ist eine Menge wert. Gute Arbeit. Wenn du mehr hast, komm zu mir zurück. Moneten. Das ist sehr gut. Kann ich gebrauchen. Wir müssen mit Diego noch sprechen. Den darf ich nicht vergessen. Wir haben Gorn, wir haben Diego. Wir haben Lester, wir haben Milton. Wir haben Laris angesprochen. Ha. Ich werde Korinnes verlassen. Kluge Entscheidung. Ich wünschte, ich könnte mit. Die Stadt hat sich zu sehr verändert. Die Zeit des schnellen Goldes ist vorbei. Ich könnte dich im Bogenschießen, Schlösser knacken und Geschicklichkeit unterrichten. Außerdem kannst du sicher einen guten Dieb gebrauchen. Na klar. Komm doch mit. Komm doch mit. Wir werden uns am Hafen versammeln. Ah, du hast recht. Korinnes ist ein Loch. Ich werde mit dir gehen. Warte einen Augenblick. Ich bin sofort fertig. Was kommt jetzt? Der zieht sich wahrscheinlich kurz einmal um, oder? Ja, let's go. Ich bin bereit. Wir sehen uns am Schiff. Kümmere dich um die Stadt. Nix da, der wird mitgenommen. Werden mal mit Lord Hagen sprechen. Ich habe so ein bisschen Schiss, dass er mir da einen Strich durch die Rechnung macht. Und deswegen speichern wir vorher mal ab. Das war doch schon vorher klar. Achso. Ja, ich würde aber ganz gerne meine krassere Rüstung haben. Müssen mit Bennett noch sprechen, habe ich vergessen. Ab zum Großbauern. Torlaf und Bennett müssen wir noch sprechen. Kord ist egal. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich wäre mir da nicht so sicher. Das interessiert mich nicht. Ich erzähl dir doch nichts. Du bist Seemann? Hast du das auch endlich geschnallt? Ja, verdammt nochmal, ich bin Seemann, warum fragst du? Ich könnte deine Fähigkeiten gebrauchen. Ich muss zu einer Insel. Zu einer Insel? Du hast doch nicht mal ein Schiff, geschweige denn eine Mannschaft, um es zu führen. Nee, mein Junge. Wenn du meine Dienste als Kapitän und Stärkelehrer in Anspruch nehmen willst, dann musst du mir erst mal beweisen, dass du weißt, wovon du da redest. Außerdem habe ich gerade ganz andere Sorgen. Die Paladine ziehen nicht wie erwartet aus der Stadt ab. Es müsste schon etwas Gravierendes passieren, dass sie veranlasst, das Feld zu räumen. Geh in die Burg im Minental, klau der Torwache den Schlüssel für das Haupttor und öffne es. Den Rest werden die Orks besorgen. Er hat auf die falschen Leute gehört. Das war keine große Sache. Okay. Ich muss zu einer Insel. Ich könnte einen Schmied gebrauchen. Und da hast du an mich gedacht? Ja. Diese Pause. Was sagst du? Dann wärst du auf jeden Fall weg von hier. Besser als Onashof. Junge, selbst die Hölle kann nicht so schlimm sein. Ich bin dabei. Geil, Bennett, Junge. Sei mein Schmied. Sei mein Schmied. Wir sehen uns am Hafen. Alles klar. Bis nachher. Geiler Typ einfach. Einfach ein geiler Typ. Ist doch wahr. Tja. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Ich werde mir überlegen, wen wir sonst noch mal fragen und einsacken. Aber das war's für heute. In der nächsten Folge hoffentlich haben wir dann die Crew zusammen und können lossegeln. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und mach's gut. Ciao.